Hallo und herzlich willkommen bei Balearis Whirlpools. Ich bin der Wolfgang Fallmann und in diesem Video möchte ich Ihnen erklären, wie Sie Ihren Balearis Whirlpool in Ihre bestehende Hausheizung integrieren können, um somit Stromkosten beim Heizen zu sparen. Sie benötigen dafür das Set für das Einbinden von externen Wärmequellen, finden Sie auf unserer Webseite. Und ich erkläre Ihnen mal kurz, was in dem Lieferumfang enthalten ist. Also Sie brauchen einerseits mal dieses Gecko Ingrid Steuerkästchen. Mit diesen Steuerkästchen können die externen Wärmequellen angesteuert werden. Auf der Webseite bzw. auf der Gecko-Webseite finden Sie dieses Techbook Ingrid, wo Sie auch alle Informationen über dieses Gerät finden. Vieles werde ich Ihnen aber in diesem Video schon erklären. Sie bekommen auch solche Anschlussstücke, damit Sie den Whirlpool mit der Hausheizung verbinden können, einen Reiniger und einen Kleber, um diese Teile zu verkleben. Was nicht im Lieferumfang enthalten ist, Sie aber dennoch benötigen, ist ein Putzpapier und so ein Stufenbohrer oder eine Lochsäge, damit Sie die Löcher in die Verkleidung machen können, wo die Schläuche dann reingehen. Wenn Sie jetzt einen Whirlpool in die Hausheizung integrieren wollen, dann brauchen Sie einen Whirlpool mit dem sogenannten Ventilblock. Sie sehen das hier unten, das ist der Ventilblock, der besteht aus drei Ventilen. In diesem Fall haben wir hier zwei Schieber und ein Kugelventil. Der Ventilblock kann aber auch aus drei Kugelventilen bestehen. Hier hinten ist das Kugelventil und das Kugelventil funktioniert so, wenn der Hebel quasi in Rohrrichtung zeigt, dann ist das Kugelventil offen. Wenn der Hebel quer zur Rohrrichtung zeigt, dann ist das Kugelventil geschlossen und in den allermeisten Fällen brauchen Sie hier so eine 45-Grad-Stellung. Das nennt man auch das Bypass-Ventil. Das Bypass-Ventil reguliert, wie viel Wasser sozusagen im internen Kreislauf läuft und wie viel Wasser dann raus zur externen Wärmequelle geht. Diese zwei Schieber sind nur dafür da, um den Whirlpool von der Heizung das Wasser sozusagen abzusperren, falls mal eine Wartung an der Heizung gemacht werden muss, beziehungsweise damit der Whirlpool dann nicht ausläuft. Die Position des Ventilblocks ist beim Pro 5 auf der gegenüberliegenden Seite des Displays und beim Pro 3 auf der Fußseite der Liegen, beziehungsweise dort, wo der Sitzplatz ist. Und Sie können dann entweder über diese Ecke rausgehen oder über diese Ecke rausgehen. Prinzipiell ist so, es gibt ja eine Durchflussrichtung im Whirlpool. Es gibt jetzt zum Beispiel bei Wärmepumpen ist das ganz wichtig, dass man die Durchflussrichtung beachtet. Je nachdem, welches Heizsystem Sie haben, kann es sein, dass eine Durchflussrichtung notwendig ist. Und da müssen Sie auf Folgendes aufpassen. In einem Whirlpool ist eine sogenannte Zirkulationspumpe verbaut. Wird ungefähr so aussehen wie diese hier. Zirkulationspumpe saugt hier das Wasser an und baut innen sozusagen den Druck auf und hier strömt das Wasser aus. Also hier ansaugen, hier ausströmen. Und jetzt müssen Sie quasi am Ventilblock schauen, da gehen ja zwei Schläuche weg. Ein Schlauch geht zur Zirkulationspumpe und ein Schlauch geht zurück in den Whirlpool. Und der Schlauch, der hier oben hingeht, aus diesem Schlauch kommt das Wasser raus. Also das wäre dann sozusagen die Durchflussrichtung. Dies bitte beachten, falls eben Sie ein Gerät haben, wo die Durchflussrichtung wichtig ist. Bei Wärmepumpen zum Beispiel ist das der Fall. Gut, Ventilblock. In den meisten Fällen, wenn Sie quasi den Whirlpool zur Hausheizung anschließen wollen, wird ein 3/4 Zoll Rohr oder 3/4 Zoll Schlauch verwendet. Und damit Sie jetzt von diesen 1,5 Zoll auf den 3/4 Zoll Schlauch kommen, bringen wir sozusagen Adapterstücke mit. Einmal dieser 90 Grad Bogen. Mit diesem 90 Grad Bogen können Sie wählen, auf welcher Seite des Pools Sie raus möchten. Also Sie können zum Beispiel diese 90 Grad Bögen hier so nach rechts schauen lassen. Dann gehen Sie über diese Ecke raus oder Sie kleben diese 90 Grad Bögen so ein und dann können Sie über die andere Ecke rausgehen. Wie diese Verklebung funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Sie kriegen von uns einen Reiniger. Bei diesem Reiniger machen Sie oben den Deckel runter, nehmen Ihr Putzpapier, legen das Putzpapier auf den Reiniger und kippen den Reiniger so 2 bis 3 Mal auf das Putzpapier drauf. Somit ist das Putzpapier benetzt. Und mit diesem Reiniger reinigen Sie sozusagen die Klebeflächen. Also hier mal außen, hier innen. Bei dem Rohrstück natürlich auch außen. Bitte das Rohrstück dann mit den Fingern nicht mehr berühren. Bei diesem Adapter einfach hier innen und auch hier innen. Und bei dem kleinen Rohrstück natürlich auch außen. Wenn Sie das gereinigt haben, dann nehmen Sie den Kleber. Der Kleber hat oben einen Deckel und auf dem Deckel drauf ist ein Pinsel. Sie nehmen den Kleber aus der Dose raus und mit dem Pinsel fahren Sie hier innen auf der Klebestelle, tragen Sie den Kleber satt auf, sodass überall Kleber drauf ist. Und dann nehmen Sie das Rohrstück und stecken das Rohrstück einfach so rein. Mehr brauchen Sie hier nicht zu machen, bitte nicht drehen, einfach nur gerade reinstecken. Kleber kann sein, dass der seitlich etwas herausquillt, das macht aber überhaupt nichts. Und der Kleber härtet so nach ungefähr 20 Minuten aus und dann ist das komplett dicht und kann mit Wasser durchströmt werden.
Das gleiche machen Sie hier mit diesem Adapter. Das ist ein Adapterstück von 1,5 Zoll auf 3 Viertel Zoll. Hier draufkleben und dann zum Schluss noch das kleine Rohrstück auch wieder hier einkleben. Jetzt haben Sie einen Übergang von 1,5 Zoll auf 3 Viertel Zoll. In den meisten Fällen ist es so, dass bei der Hausheizung das 3 Viertel Zoll Rohr geschraubt wird und jetzt haben Sie die Möglichkeit oder Ihr Heizungstechniker hat die Möglichkeit, hier ein Gewinde reinzuschneiden und kann somit den 3 Viertel Zoll Schlauch hier anschließen. Das machen Sie zweimal, so dass Sie quasi diese Sets fertig haben, dann vorher natürlich Gewinde reinschneiden und dann können Sie eben diese Winkelstücke hier unten einkleben, entweder eben nach rechts schauen lassen oder nach links schauen lassen und somit können Sie dann über die Ecke des Whirlpools rausgehen. Mit dem Stufenbohrer oder mit der Lochsäge bohren Sie einfach die Löcher in die Ecke rein, beziehungsweise auch innen durch die Isolierung durch und somit können Sie die Schläuche rausführen. Also wir haben jetzt den Wasserkreislauf mit Ihrer externen Heizung verbunden und dann möchte ich Ihnen noch erzählen, wie das mit dem ganzen elektronischen bzw. mit dem Stromanschluss funktioniert. Vorab vielleicht aber mal zu einem Schaubild, damit Sie das ein bisschen besser verstehen. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, welche Heizung Sie haben. Zum Beispiel so einen Gasheizer könnte man anschließen. Und im Prinzip, was benötigt man? Man benötigt dieses Ingrid. Das Ingrid ist ein Steuergerät, das hat einen Steuerkontakt und dieser Kontakt kann Geräte oder externe Geräte schalten. Das heißt, wenn der Whirlpool sagt, ich möchte jetzt heizen, dann schließt er diesen Steuerkontakt und dieser Steuerkontakt gibt dann dem Gerät den Befehl, dass es heizen soll. Sie sehen es hier ganz vereinfacht dargestellt, der Ventilblock ist jetzt hier nicht drauf, aber das ist jetzt sozusagen innerhalb des Whirlpools bis hierher. Und das Steuergerät ist natürlich auch im Whirlpool und vom Steuergerät gehen eben diese Leitungen zu dem externen Heizgerät und eben die zwei Wasserschläuche. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Zentralheizung haben, das ist das untere Schaubild, also Sie haben eine Zentralheizung, zum Beispiel Hackschnitzel, Gas oder Fernwärme, dann müssen Sie von Ihrem Heizungsbauer einen sogenannten Wärmetauscher hier einbauen. Also hier, dieses System ist quasi Ihr Haussystem. Es muss ein externer Wärmetauscher eingebaut werden und zusätzlich diese Pumpe. Und das Ingrid-Steuergerät hat einen Schaltkontakt, der kann 24 Volt schalten und diese Pumpen sind meistens 230 Volt. Das heißt, Sie brauchen hier noch ein zusätzliches Relais. Der Schaltkontakt löst sozusagen das Relais aus. Das Relais schaltet die 230 Volt durch. Die Pumpe beginnt zu laufen und pumpt sozusagen das warme Wasser von Ihrer Zentralheizung über diesen Wärmetauscher und das Whirlpool-Wasser geht durch diesen Wärmetauscher durch und kann somit erhitzt werden. Also das sind so die typischen Anwendungsbeispiele, wie Sie sowas integrieren können. Dieses Ingrid-Steuergerät hat hier, ich hoffe, Sie können es sehen, ich zeige Ihnen gleich noch Bilder, hier unten wird dieser Schaltkontakt angeschlossen bei dieser Klemme und da haben Sie Möglichkeiten, gewisse Setups auszuführen. Hier oben sehen Sie auch noch Anschlussmöglichkeiten, wo Sie andere Geräte von Gecko anschließen können. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Und zwar, das ist jetzt so eine Platine, wie Sie sie auch in Ihrem Steuergerät haben. Und hier sehen Sie oben diese Steckplätze. Die sind die Steckplätze für diese Gecko-Komponenten. Sie sehen auch hier, da gibt es eine Nase, die ist sehr breit. Und hier sind quasi so Nasen, die abgesetzt sind. Das heißt, es gibt da unterschiedliche Stecker. Und damit man natürlich nichts falsch ansteckt. Und dieser Stecker, da steht auch CO drauf, dieser Stecker passt nur hier oder hier rein, hier vorne nicht. Das heißt, Sie können da eh nichts falsch machen. Der Stecker wird hier reingesteckt und somit erkennt der Whirlpool sofort, dass dieses Gerät dranhängt. Wenn Sie jetzt keine Steckplätze mehr zur Verfügung haben, weil zum Beispiel das Display wird hier auch angesteckt oder das InStream, dann können Sie ganz einfach hier unten diese Steckplätze weiterverwenden. Kurz noch zu diesem Stecker. Wenn Sie das Ingrid bekommen, dann ist hinter, also da ist oben so ein federbelasteter Verschluss, kann man sagen. Und hier hinten drinnen ist so ein Gummistück. Das Gummistück ist dafür da, dass man quasi diese Nase hier nicht runterdrücken kann. Das heißt, es wird sozusagen gesperrt. Jetzt müssen Sie natürlich dieses Gummistück rausnehmen, dann den Stecker in Ihre Steuerung reinstecken, sodass das gut einschnappt und dann dieses Gummistück wieder hier hinten rein. Und somit ist quasi gesichert, dass dieser Stecker nicht von alleine rausrutschen kann. Hier sehen Sie quasi das Innenleben dieses Ingrids. Hier oben ist ein kleiner Klemmblock und bei diesen zwei Kontakten können Sie einfach das Steuerkabel anklemmen, einfach mit dem Schraubenzieher auf den Klemmblock draufdrücken, Steuerkabel rein, Schraubenzieher wieder loslassen, dann ist das fix. Und dieses Steuerkabel geht eben
dann weiter entweder direkt zum Gerät oder zu einem Relais, der dann eine Pumpe schaltet. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie den Whirlpool betreiben können. Hier sehen Sie so einen Steckplatz. Auf diesem Steckplatz ist ein sogenannter Jumper drauf. Ich zeige Ihnen, wie das aussieht. Das ist nur ganz klein. Hier ist ein kleines schwarzes Teil, das ist ein Jumper. Das ist im Prinzip nur eine Drahtbrücke. Und diese Drahtbrücke verbindet immer diese zwei Kontakte. Und je nachdem, wo diese Drahtbrücke steckt, dieser Modus ist dann sozusagen eingestellt. Der hier erste oben, da steht Dis. Dis steht für Englisch Disabled, also quasi nicht eingeschalten. Int steht für interne Heizung. Das heißt, wenn der Jumper auf Int gesetzt ist, verwendet der Whirlpool nur die interne Heizung. Ext bedeutet extern, das heißt, der Whirlpool verwendet nur die externe Heizung. Both heißt beide. Der Whirlpool kann beide Heizungen gleichzeitig verwenden. Und Smart ist quasi der schlaue Modus sozusagen. Der Whirlpool kann sich selbst aussuchen, ob er mit beiden Heizungen oder nur mit der internen oder nur mit der externen heizt. Der Whirlpool wird zum Beispiel, wenn die Temperaturdifferenz sehr groß ist, beide Heizungen einschalten, um natürlich da schneller heizen zu können. Diese Steckerleiste hier brauchen wir nicht. Auf dieser Platine drauf ist auch noch eine kleine oder zwei kleine LEDs. Einmal hier diese Heat-LED und einmal diese Diag-LED. Die Heat-LED, die leuchtet auf, wenn dieser Schaltkontakt durchschaltet, also wenn die externe Wärmequelle sozusagen eingeschalten wird. Und diese Diag-LED ist für Diagnose. Die kann unterschiedlich schnell blinken oder leuchten, falls es zu einem internen Fehler kommt. Das können Sie dann in der Betriebsanleitung nachlesen, was das bedeutet. Wenn Sie das InTouch 2 in Ihrem Whirlpool installiert haben, dann können Sie natürlich auch diesen Jumper, den Sie manuell setzen, können Sie dann auch mit Ihrer App steuern. Das heißt, Sie müssen dann nicht den Whirlpool aufschrauben und diesen Jumper umsetzen, sondern können es ganz einfach über das App machen. So, jetzt muss ich kurz auf meine Liste schauen, ob ich Ihnen alles erzählt habe. Genau, natürlich jetzt hängt es, also im Whirlpool ist eine Zirkulationspumpe verbaut, die sehr effizient ist. Effizient bedeutet mit wenig Leistung, damit Sie natürlich wenig laufende Stromkosten haben. Es kann natürlich sein, wenn Sie sehr lange Leitungslängen haben vom Whirlpool ins Haus, dann steigt natürlich der Rohrwiderstand, der Strömungswiderstand. Und dann kann es natürlich sein, dass die Wärmepumpe zu schwach ist. Ich würde jetzt immer mal grundsätzlich probieren, mit der normalen Wärmepumpe, mit der Zirkulationspumpe, mit der normalen Zirkulationspumpe, die verbaut ist, das zu probieren, zu testen. Wenn der Durchfluss aber zu schwach ist, dann könnten Sie immer noch auf eine stärkere Zirkulationspumpe aufrüsten. Gut, vielleicht noch ein Wort zum Thema Kosten. Ich meine, dieses Set ist jetzt nicht das Teure an der ganzen Sache, aber das Teure ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Wärmetauscher und eine Pumpe in Ihrer Hausheizung integrieren müssen, dann ist das natürlich mit Kosten verbunden. Sie müssen aus dem Haus mit den Leitungen rausgehen, das muss natürlich auch gut abgedichtet sein und so weiter. Bitte fragen Sie mal Ihren Heizungsbauer, lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag geben. Manchmal ist es natürlich so, dass die Kosten für eine einfache Wärmepumpe, die Sie neben den Whirlpool aufstellen, günstiger sind als für eben diesen Umbau im gesamten Haus. Aber das müssen Sie individuell bitte selbst mal prüfen und schauen, wo Sie da mit den Kosten hinkommen und ob sich das für Sie auszahlt. Gut, das war's von diesem Video. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis bald.